Hallo und herzlich willkommen zurück bei Gothic. Gothic. Ja, wie auch immer. Beim letzten Mal habe ich euch ein bisschen erzählt über die Lager, beziehungsweise habt ihr ein bisschen erfahren über die drei verschiedenen Lagern und eine kleine Einführung, beziehungsweise das Intro habt ihr auch gesehen, dass der König unbedingt das Erz braucht und die Gefangenen hier drinnen den König quasi in der Hand haben. Und der König hat hier Krieg mit den Orks und braucht, wie gesagt, halt das Erz zu trinken. Und deswegen sind wir hier drin. Naja, nicht deswegen, aber deswegen ist diese riesen Kuppel drumherum hier. Kann man die sehen? Naja, nicht wirklich. Und da sind wir hier reingeschmissen worden und müssen einen Weg finden, wie wir hier rauskommen. Und ich habe mal wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken. Naja. So, damit dieser Part einen ganz kleinen Ticken länger, aber das ist ja nicht schlimm. So. Ah, die Steuerung hängt mal ein bisschen irgendwie heute. Ich bin mal gespannt, wie wir so mit den Kämpfen zurechtkommen und wollen wir das erstmal sterben. So. Auf jeden Fall denke ich mal, dass wir mindestens einmal sterben werden. Das bleibt eigentlich nicht aus. Es ist auch ein etwas schweres Spiel. Aber es ist trotzdem machbar. Die ersten paar Level sind schon etwas schwierig nach oben zu kriegen. Aber wenn man eine gute Rüstung hat und gutes Schwert etc. und gelernt hat, die Einhand und Bogen und Fallen und so weiter, dann geht's eigentlich mit dem ganzen Zeug. Ja, ich muss mal kurz mal was. So. Hab kurz was am Mikrofon gemacht. Also nicht wundern lassen, die fliegen. Aber ich finde die Musik so geil bei den ersten zwei Gothic-Teilen. Ah, oh, ich liebe diese Musik. Es gibt immer die Erinnerung zurück als Kind. Das habe ich so gerne gezockt. Es gibt kein anderes Spiel, was ich so gerne gezockt habe. Wie Gothic 1 und 2. Und ich habe immer versucht, immer außerhalb von Mauern und Begrenzungen drüber zu steigen. Und so weiter. Aber dann war ich enttäuscht, dass einfach nichts war, dass man einfach in die Tiefe fällt. Was macht ja nichts. Es gibt ja genug hier anzusehen, was ich alles cool finde. Hier drinnen. Als Kind, wo ich jetzt mal gespielt habe, habe ich so einen Zauber gehabt. Dann habe ich das Zauber benutzt, mich zu einer Fliege zu verwandeln. Dann bin ich überall hingeflogen. An die Grenze des Spiels. Und war dann, wie gesagt, enttäuscht, dass es dann nicht weitergeht, weil ich gedacht habe, da wäre irgendwas noch. Aber leider nicht. Ich probiere noch einmal aus, ob wir die Wanzen kaputt kriegen. Sieht aber nicht so aus. Irgendwie ist die Steuerung doof. Ne, die Wanzen kann man hier eigentlich vergessen. Ein bisschen buggy, aber es macht ja nichts. Steck das Schwert weg, so. Haben wir schon Lernpunkte gekriegt beim letzten Mal. Jetzt gucke ich mich gerade mal um, ob wir noch den. Ah, mein Arm gekriegt. Komm schon, ich will vorbei. Ja, okay, ich gehe ja schon, mein Gott. Muss nicht gleich rummeckern.
Wen haben wir denn da drin? Ah, einer von den neuen. Vom neuen Lager. Muss doch wohl was drin sein. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karin. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Okay, das hat was zu sagen, will ich mal sagen. Der Sketchy ist, glaube ich, der einfachste von den drei, dann kommt Gorhanis und dann halt Gerbis, wie der heißt. Namen kann ich mir nicht merken. aber ich bin mir sicher, dass es eigentlich hier drin einen gab, der mich zum neuen Lager führt. Aber das Problem ist, ich weiß nicht mehr, wer es war. Immer schön an diesem blöden Snap vorbeilaufen. So. Taurus. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. 1000 Brocken? Übertreib. Nun, du könntest dich Gomez Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Also, man kann es auch ein bisschen übertreiben mit 1000 Erz. Ich habe manchmal ein Erz da. Wie soll ich dann bitte 1000 zusammenkriegen, ey? Also man kann es, wie gesagt, ein bisschen übertreiben. Ich muss in die Burg. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Und ich soll dich jetzt in die Burg spazieren lassen? Damit du ihn abgeben und deine Belohnung kassieren kannst? Ja. Na gut. Zeig her den Brief. Den gebe ich nicht aus der Hand. Vergiss es. Schon vergessen. Oh. Ich will für Gomez arbeiten. Ah. Und wieso, glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Weil ich das will. Da ja noch keine Entscheidung gab, zu dieser Zeit, wo ich jetzt aufnehme, werde ich versuchen zu vermeiden, irgendwie Infos, beziehungsweise nicht Infos, sondern irgendwie in Richtung irgendeinem Lager mich festzubinden. Da gucke ich noch irgendwie, dass ich das vermeiden kann. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich diesen einen Typen finde, der mich zum neuen Lager bringt. Aber anscheinend habe ich mich geirrt, dass er hier drin wäre. Da ist ein Butler, also was Unwichtiges. Da oben ist auch nichts. Whistler. Warum war ich mir so sicher, dass einer von da unten das dann einen Tipp vom neuen Lager gibt? Komisch. Okay, dann versuche ich halt ohne Hilfe da hinzukommen. Ja, vielleicht kann man ja ihn fragen, aber ich glaube, der führt uns nicht dahin. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Verkauft nur Zeug. Aber führt uns nicht dahin, wo wir hinwollen. Wie ihr sehen könnt, haben wir fast nichts, außer ein bisschen Nahrungsmittel und so. Blutbuchensamen. Heilkräuter. 30, 39. Ich behalte erstmal das ganze Zeug. Verschiedenes. Ein Becher könnten wir verkaufen zum Beispiel. Und die Flügel. Nein, die Flügel behalte ich erstmal.
Die Münzen haben hier keinen Wert. Fackeln kann man auch benutzen für irgendwas. Dann holen wir unser erstes Erz. Ups, das war jetzt zu viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Annehmen. Ende. So, jetzt haben wir unser erstes Erz verdient. Wir haben noch Fleisch. Wir haben definitiv Fleisch, oder? Ja, wir haben noch rohes Fleisch. Keine Ahnung, warum er das nicht benutzt. Vielleicht ist es ja wegen kein Feuer an und so. Dann komme ich mal weiter. Ich muss hier irgendwo ein offenes Feuer geben. Beziehungsweise Feuer, was brennt. Das ist kein offenes Feuer, oder? Nö. Das ist auch kein Feuer. Vielleicht brauchen wir ja eine eigene Pfanne, was eigentlich unmöglich ist, wenn da eine Pfanne drauf ist. Ah. So. Gebratenes Fleisch bringt uns mehr Lebensenergie zurück, deswegen ist das Braten immer am besten. So, jetzt haben wir also das Fleisch gebraten. Dann gehen wir zum neuen Lager. Und hoffen, dass wir da lebend ankommen. Wenn nicht, dann haben wir geloost. So. War doch klar, dass die Augen nicht so viel Quatsch. Soweit ich mich erinnern kann, war das neue Lager am schwierigsten da, als Mitglied reinzukommen. Bei der Sekte, da weiß ich das jetzt nicht so wirklich, weil ich da nicht als Mitglied, weil ich da auch kein Mitglied gewesen war. Ich glaube, ich laufe einen Umweg, aber naja. Mal schauen, wie wir zum Lager hinkommen. So, springen können wir. Okay, da sind Wölfe. Da sind Morlocks. So heißen, glaube ich, die Viecher. Bin ich aber nicht mehr so sicher, 100% deck. Da sind die Vogelviecher. Wie ich schon in den vorherigen Part gesagt habe, immer schön abspeichern. Da geht's irgendwohin, habe ich vergessen. Und außerdem ist es da eh viel zu gefährlich. So. Das ist eine Bäre. Da hat man schon das Vogelvieh gehört, dass wir jetzt zu nah dran sind. Und ja, man kann auch in diesem Spiel schwimmen und tauchen, glaube ich. Wir sind da ein wenig zu nah, würde ich mal sagen. Lieber Schwert zücken. Vielleicht kriegen wir das eine Vieh down. Na komm, put.
Jetzt kommt's. Oder doch nicht. Ja, komm. Ich warte. Erledigt. Okay, jetzt kommt das nächste dran. Wir können ja gleich das vielleicht rausholen. Aus dem Vogel. Ah. So, jetzt haben wir 100 Erfahrungspunkte gekriegt und Fleisch. Wir haben ja genug Lebensmittel, um uns zu heilen. So. Noch eine Beere und dann haben wir es geschafft. Und wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Part. Und dann sehen wir vielleicht, wie es im neuen Lager aussieht. Und hoffe, dass es euch gefallen hat ein wenig. Abonnieren nicht vergessen, liken, kommentieren nicht vergessen. Und ja, dann viel Spaß noch bei den anderen Videos und dann sehen wir beim nächsten Mal uns wieder. Tschüssikowski.